Jeweils am dritten Sonntag im September findet in Küneck ein ungewöhnliches Fest mit Keuschlern statt. Dieses Fest ist dem Andenken des aus Küneck gebürtigen Journalisten und Literaten Fred Strohmeier gewidmet. Bei heimischer Musik und bodenständiger Kost unterhält man sich ganz ausgezeichnet und auch den Jüngsten wird nicht langweilig, dafür ist gesorgt. Dieses außergewöhnliche Fest ist ein Erntedankfest, in dessen Mittelpunkt die Freude über den Ertrag des ganzen Jahres steht. Es gilt, Dank zu sagen für die reiche Ernte. Eine Wurzel zu haben heißt auch verbunden zu sein, Tiefe zu haben und Nahrung zu bekommen. Es bedeutet, einen Grund zu haben, Beziehung zu haben, verflochten zu sein und Lebenssinn zu haben. Im Landleben hat alles seinen festen Platz. Andacht und Besinnlichkeit stehen nicht im Widerspruch zu einer zünftigen Gaudi. Die bodenständigen Lieder und Gedichte sind voller Witz und Humor. Wie heißt du? Was ist wohl dein Tun und dein Treiben? Elegius Döllereles im Schreiben. Und jagst wohl auf Gemsen hoch droben im Gewänd? Na, Mist für'n Duri beim Bachbauern brennt.